Breaking News, meine Freunde, wie Fabrizio Romano berichtet und jetzt auch eben vom georgischen Sportportal 90 Minuten bestätigt, steht der FC Bayern München wohl kurz vor einer Verpflichtung des 22-jährigen Georgios, dem Torwart von FC Sevilla namens Giorgi Mamardashvili. Der Keeper wurde jetzt sogar in München gesehen und demnach könnte ein Wechsel zum FC Bayern München wohl unmittelbar bevorstehen und er soll dann langfristig der Nachfolger von Manuel Neuer werden. Warum er aber auch schon für diese Saison extrem wichtig sein könnte, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und damit auch ein Abo auf diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ja, der 22-jährige Georgier, der ist wahrscheinlich für viele von euch gar kein Name, der so präsent ist. Aber nicht so für andere Clubs, denn Mamardashvili, der hat in der letzten Saison bei Sevilla sehr, sehr starke Leistungen in der La Liga gezeigt und demnach sind einige Clubs an ihm dran. Unter anderem Chelsea, Aston Villa und Leicester City haben ihr konkretes Interesse bekundet. Und jetzt anscheinend auch der FC Bayern München. Aber warum wird er denn für den Bayern so attraktiv? Zum einen muss man natürlich hier Manuel Neuer beachten. Er ist kein Keeper, der jetzt noch langfristig absolute Weltklasse spielen wird und auch eine sehr langfristige Lösung im Tor des FC Bayern Münchens ist, sondern eher eine Lösung für diese Saison, vielleicht auch noch nächste Saison, aber dann 2 bis 3 Jahren. Wer soll dann der neue Top-Torwart der Münchner werden? Und wenn man den Berichten von Fabrizio Romano Glauben schenken darf, dann könnte das möglicherweise der Georgia Mamardashvili werden. Denn er wäre natürlich langfristig ein absoluter Nachfolgerkandidat für Manuel Neuer. Aber er könnte auch in dieser Saison schon sehr, sehr wichtig werden. Denn wir haben es zuletzt gehört, Alexander Nübel, der eigentliche neue Nachfolger, der wird den Verein wohl verlassen. Er wird nicht so wirklich zurückkehren. Klar, die Leihe zu Monaco, die läuft jetzt aus. Demnach ist er aktuell wieder Teil des FC Bayern Münchens. Aber er wird im Sommer, das hat sein Berater Stefan Bax bestätigt, den Verein verlassen. Und dasselbe gilt wohl auch für Jan Sommer, denn beide werden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Münchner verlassen, weil sie eben nicht die neue Nummer 1 in München werden, sondern wissen, dass Manuel Neuer zurückkommt und er dann eben so die Nummer 1 werden wird. Und wenn man jetzt eben den Georgier Mamardashvili verpflichten würde, dann würde das natürlich nochmal die Wahrscheinlichkeit eines Doppelwechsels von Jan Sommer und Alexander Nübel erhöhen. Aber was wäre jetzt dieser Keeper denn eigentlich wert? Grundsätzlich muss man sagen, er spielt bei Valencia, hat noch Vertrag bis 2027, hat sehr, sehr starke Leistungen gebracht und ist einer der Leistungsträger. Aber Valencia, die haben finanzielle Probleme. Und genau deswegen könnte er hier den Verein vielleicht sogar unter seinem Marktwert verlassen. Aktuell ist der Marktwert bei ca. 25 Millionen Euro und wie Fabrizio Romano berichtet, wäre der Torwart wohl sehr offen für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister. Damit würde er zum einen sich natürlich auf finanzieller Ebene verbessern, aber auch sportlich hätte hier er langfristig natürlich eine deutlich bessere Alternative. Er müsste sich aber natürlich mit der Rolle als Backup von Manuel Neuer zufrieden geben. Er würde vielleicht die Pokalspiele bekommen. All das sind natürlich Optionen, die man hätte. Er ist auch ein großer Keeper. Da haben ja einige Bayern-Fans vielleicht so ein kleines Trauma von Jan Sommer. Er ist 1,97 groß. Damit sollte er auf jeden Fall den Punkto Größe füllen. Aber es bleibt natürlich spannend, ob die Bayern jetzt tatsächlich 20 Millionen, 25 Millionen Euro für ihn ausgeben und damit natürlich schon wieder so ein bisschen was von ihrer Kasse ausgeben. Andersrum muss man sagen, man kriegt auch noch eine Ablöse für Alexander Nübel und Jan Sommer, also vielleicht geht man hier dann plus minus null raus. Was haltet ihr davon? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao.